Moin, herzlich willkommen, liebe Freunde der 8. Edition Warhammer und aller anderen Tabletop-Spiele. Willkommen bei JD's Wargaming World und einer Armeevorstellung. Heute geht es nach Ul'Tuan in die Heimat der Hochelfen und wir schauen mal, was ich da so zusammengestellt habe. Ich sage schon mal gleich 2250 Punkte, also Turniergröße mit verschiedenen Einheiten. Wir starten mit Kerneinheiten, hier 10 Silberhelme, sehr schöne Kerneinheit, weil relativ stark, trotzdem im Kern aufstellbar. Stark deswegen, weil wie jede Elfen natürlich schlägt immer zuerst zu, meistens eben auch wiederholt, weil die meisten Einheiten eine niedrigere Initiative haben als die Hochelfen und dann beim Erstangriff noch mit Lanzen, also mit einer Stärke 5, was schon ziemlich vernichtend sein kann, wenn man das richtig spielt. Ja, die klassischen Silberhelm-Modelle von Games Workshop habe ich hier aufgestellt. Gibt es eine sehr lustige Story zu Silberhelmen, wie ich mal zu sehr vielen günstigen Silberhelmen gekommen bin. Und zwar hatte ich mal in einem Games Workshop-Laden mir Silberhelme gekauft. Und dann ist mir, als ich die zu Hause aufgebaut habe, aufgefallen, es waren nur 7 drin. Statt den 8, die drin sein sollen, habe ich den Laden angerufen und dann haben die mir einfach nochmal ein komplettes neues Silberhelme geschickt. Das heißt, statt 8, die ich eigentlich bezahlt habe, habe ich dann 15 bekommen. Weil ich auch relativ weit weg wohne, war das auch sehr praktisch. Ja, und so habe ich dann noch mehr Silberhelme bekommen. War sehr toll. Aber ansonsten wirklich hübsche Modelle. Wie ihr seht, habe ich hier sehr verschiedene Pferde gemalt, sehr verschiedenfarbige Rösser, die hier sozusagen die in die Schlacht bringen. Ansonsten Follows Kommando hier mit Musiker, dem Champion und einem Bannerträger, wobei Banner bei den Silberhelmen sehr spartanisch ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ja, was kann man hierzu noch sagen? Ich kann gleich mal ein bisschen was zu den Basen sagen, bevor ich dann nachher noch zum Farbschema ein bisschen was sage. Ihr seht hier, ich habe hier versucht, sozusagen Strand anzudeuten. Natürlich auf keinem Schlachtfeld, auf dem man spielt, ist unbedingt Strand. Also insofern passt es nicht. Aber sie sollen ja auch in der Vitrine schön aussehen. Und ich will ja jeder Armee einen eigenen Untergrund geben. Das fand ich mal eine coole Herausforderung, einfach zu sagen, wieso nicht hier an den Stränden Ul'Tuans verteidigen. Ihr seht hier sozusagen rechts, habe ich hier klassisch einfach gelbe Basen. Das ist das Janengelb, heißt das, glaube ich, genommen und dann mit Sand drauf beflockt. Und dann aber ab hier sozusagen angefangen, Wasser zu malen. Und Wasser habe ich so gemacht, dass ich das Blau in der Basis gemacht habe, dann mit Weiß schon diese sozusagen Gischt gemalt habe, hier am Rand, aber auch hier in der Mitte, weil hier die Wellen sich hier gerade brechen. Und dann gibt es so ein Splash-Gel, heißt es, ich glaube von Green Stuff World, was man hier nimmt, um sozusagen noch so einen haptischen Effekt zu haben. Und der ist auch wirklich gut hervorgekommen. Da hatte ich einen heiden Respekt davor, das zu machen. Ich habe nämlich gedacht, oh mein Gott, ob das gut wird. War aber mit dem Ergebnis mehr als zufrieden und wieder auch hier. Ich habe ja keinen Anspruch auf sozusagen Pro-Level-Painting, aber ich finde, es sieht sehr hübsch aus. Und was das Lustige ist natürlich jetzt hier, hat fast jeder Reiter, sozusagen nicht die rechts, aber die links haben hier eine feste Position, weil das passt ja nur sozusagen nur hier von der Küstenlinie. Ich kann ja nicht den jetzt zum Beispiel nach darstellen. Das macht ja keinen Sinn. Also insofern muss man schon ein bisschen drauf achten, aber ein ganz cooler Effekt. Strand, Meer. 10 Silberhelme. Um den Kern zu beginnen. Es geht weiter mit 6 illyrianischen Reitern. Das sind hier die klassischen Reiter aus der Schlacht auf der Blutinsel, die ich ein bisschen umgebaut habe. Und zwar habe ich die Speere weggenommen, dass sie sozusagen nur Bogen haben und habe keinen als Held zusammengebaut. Ihr seht hier, die beiden waren eigentlich mal Helden. Das habe ich sozusagen so ein bisschen umgebaut, weil fand ich jetzt ziemlich unnötig, gerade wenn man keinen Speer hat, weil der Held, der illyrianische Reiter, hat ja eine zusätzliche Attacke, was, wenn man hauptsächlich mit dem Bogen schießen will, relativ sinnlos ist. Und dann habe ich hier sozusagen ganz links noch einen Silberhelm umgebaut, auch zu einem Grenzreiter. Ist ein bisschen anderes Modell, aber fügt sich sehr schön ein. Und auch hier seht ihr schön, wie ich versucht habe, sozusagen diese Küstenlinie zu malen, oder sozusagen die Strandlinie, die dann so entlang geht. Hat jeder ein bisschen Strand und dann immer mehr und mehr. Ja, zum Armee-Farbschema. Ihr seht schon sehr viel Violett. Herr der purpurnen Schwingen nenne ich die Armee. Wieso, werdet ihr auch noch später sehen. Das heißt, viel mit verschiedenen Violetttönen, Silber und Weiß gearbeitet. Es ist sozusagen nicht das erste Farbschema, was einem einfallen würde, glaube ich. Also gerade Violett ist ja, kann echt schwierig sein, aber ich bin
vom Ergebnis eher positiv überrascht. Ansonsten, ich habe kein Gold verwendet, sondern nur Kupfer und Silber. Auch das, um so ein bisschen den Effekt noch weiter zu behalten. Ja, ich mag es einfach so. Kleine Spielereien. Kein Gold verwenden. Auch eine andere Hochelfen, da habe ich kein Weiß verwendet. Auch das ist nicht ganz einfach bei Hochelfen. Ja, also sechs illyrianische Grenzreiter. Und um den Kern dann abzurunden, haben wir hier noch 24 Seegarde von Lothan. Auch die aus der Blutinselbox. Ihr seht, ich hatte mehrere Blutinselboxen, die ich mir irgendwann mal gekauft habe. Die Bannerträger dann entsprechend umgebaut. Hier seht ihr den etwas größeren Speer. Das ist sozusagen der Bannerspeer hier, wo ich dann sozusagen einmal das Banner abgebaut habe. Ja, auch hier volles Kommando, Bannerträger, Champion und Musiker. 5x5 aufgestellt. Bei Hochelfen schadet ja die Tiefe nicht, weil die sowieso aus mehr Gliedern angreifen können. Bogenschießen aus drei Gliedern plus dann eben Salvenfeuer aus den weiteren. Mit den Speeren kann man aus drei plus ein, also aus vier Gliedern angreifen. Also relativ unwahrscheinlich, dass da überhaupt eine Einheit nicht angreifen kann. Deswegen kann man die ein bisschen schmaler, dafür tiefer aufstellen. In der Mitte habe ich hier noch einen Zauberer, wie ihr seht. Den spiele ich auch als klassischen Magier, nicht als Erzmagier. Das hat dann punktetechnisch wirklich nicht mehr reingepasst bei 2250 Punkten. Auch das ist der Magier aus der Blutinsel, Box, den ich auch ein bisschen umgebaut habe. Der steht normalerweise auf so Flammen. Das hat jetzt hier natürlich nicht gepasst. Die habe ich sozusagen rausgebastelt. Ansonsten der Stab relativ klassisch gelassen. Ist auch ein schöner Magier. Also das haben sie wirklich hübsch gemacht damals in der Starterbox. Aber ich kann den halt nicht fünfmal gleich aufgebaut haben zwischen den Armeen. Finde ich ein bisschen schade. Ja, ansonsten rundet das sehr schön den Kern ab. Habe zweimal Kavallerieeinheiten, um Geschwindigkeit zu haben. Dann einmal schön diesen Block Seegarde von Lothan, um ein bisschen was zu halten, auch Bogenschützen dabei zu haben. Funktioniert sehr gut. Soweit zu den Kerneinheiten, die ich jetzt mal nach hinten stelle. Gehen wir weiter mit den seltenen und Elite-Einheiten. Erstmal eine seltene Einheit, ein Riesenadler, der gar nicht so selten ist. Aber ist halt selten. 50 Punkte geht eigentlich immer gut rein. Ist schön, weil er mobil ist, dadurch, dass er fliegt. Hat zwei Attacken, eine ordentliche Stärke damit. Kann irgendwie Kriegsmaschinen ausschalten oder kleinere Regimente, zum Beispiel Bogenschützen, ganz gut angreifen. Schadet aber auch nicht, wenn er irgendwie einfach stirbt. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, wie ihr seht, den habe ich jetzt sozusagen vollständig ins Wasser gesetzt. Da ist mir damals so ein bisschen was Doofes passiert, und zwar hatte ich den erst auf eine 40er-Base gemacht. Als mir das aufgefallen ist, habe ich gedacht, jetzt habe ich ihn komplett schon bemalt und drauf. Und dann habe ich gedacht, okay, klicke ich eine 50er drunter. Finde ich auch nicht schlimm, weil das in dem Welleneffekt jetzt sowieso ein bisschen aufgeht. Ja. Ansonsten Game Zone Adler, da habe ich ja schon ein paar anderen Armeen, ein, zwei davon, der hier sehr schön auf so einem Stein fliegt und der ragt eben aus dem Meer raus. Das konnte man auch schön machen mit der Gischt, die hier gegen den Stein geht. Also, eine sehr hübsche Figur. Habe ich versucht, als klassischen Seeadler zu machen, hier mit den schwarzen Federn außen, im weißen Schwanz. Und ja, bin auch ganz zufrieden. Kleiner Adler, seltene Einheit. Elite-Einheiten haben wir einmal 10 Phönix-Gardisten. Gibt es gar nicht viel zu sagen. Auch hier wieder darauf geachtet: die vorderen stehen an der Küstenlinie, die anderen voll im Strand. Haben auch ein volles Kommando. Das ist jetzt, sagen wir mal, für 8. Editionsverhältnisse, gerade bei einer relativ hohen Punktezahl hier von 225, eine kleinere Einheit. Das ist aber bei der Phönixgarde jetzt nicht so schlimm, weil die bleiben stehen. Die haben einen guten Rettungswurf, die haben einen guten Rüstungswurf, die haben einen massiven Moralwert, die haben dann Vierer-Retter. Also da muss schon ein bisschen was Stärkeres vorbeikommen. Und die sind sehr gut, weil jetzt auch nicht so teuer, so ein großer Block. Die kann man schön an eine Flanke stellen und die bleiben dann erstmal da stehen. Das ist mir auch letztens in der Schlacht passiert. Hat alles sehr gut funktioniert. Insofern war ich da auch sehr mit zufrieden. 10 Phönixgardisten. Und weil wir ja schon ein paar Mal in der Blutinselbox waren, haben wir hier auch noch ein weiteres Relikt aus dieser schönen Box. Und zwar 7 Schwertmeister von Hoth. Auch das sehr klein.
sozusagen nur eine Reihe aufgestellt. Mindestens fünf braucht man ja für das Regiment. Ich habe sieben aufgestellt. Die sind jetzt auch nicht dazu gedacht, irgendwie die große Schlacht zu gewinnen. Auch hier wieder sozusagen, wenn der Gegner keine großen Bogenschützen hat, dann kommen sie auf jeden Fall durch. Und da die zwei Attacken haben, der Champ sogar drei und zwei Händer, können die auch ziemlich gut austeilen mit Kriegsgeschick 6. Also, wenn die durchkommen, funktioniert es gut. Wenn nicht, ist es auch nicht viel Punkte, die verloren gegangen sind. Ja, ihr seht so ein bisschen, für eine große Hochelfenarmee habe ich sehr viele eher kleinere Regimenter, die Grenzreiter, auch die Silberhelme mit 10, jetzt nicht besonders groß. Der einzige größere Block ist die Seegarde, auch die Phönixgardisten relativ klein. Das ist auch so ein bisschen das Konzept der Armee. Ich wollte jetzt hier nicht sozusagen das klassische 8. Edition, zwei riesige Infanterieblöcke und vielleicht noch ein bisschen Beschuss dazu und dann mal gucken, wie es endet. Sondern ich wollte mal eine andere Armee machen. Eine Hochelfenarmee, die sehr mobil ist, sehr auf viele kleine Einheiten. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gespielt und es hat auch echt, finde ich, ganz gut funktioniert. Ein, zwei Schlachten gewonnen, eine verloren. Wobei da waren auch ein, zwei Spielfehler von mir drin, bin ich einmal mit den Seegarden weggelaufen, wo ich gar nicht hätte weglaufen sollen. Passiert sowas. Aber also ist mal coole andere Spielweise als wie gesagt das Klassische und macht auch echht Spaß, weil man einfach noch mehr nachdenken muss, während man spielt. Ja, letzte Eliteeinheit, um das sozusagen abzurunden. Bei dem Armee-Thema, was ihr ja schon so ein bisschen merkt, darf natürlich dieser schöne Himmelssegler nicht fehlen. Super geiles Modell, auch absolut unique, gibt es keine Alternative aus meiner Sicht zu Games Workshop. Umso schlimmer ist es, dass es den nicht mehr zu kaufen gibt. Ja, dazu gibt es gar nichts zu sagen. Hier schön mit dem Adler, auch den hier voll sozusagen ins Meer gemalt. Der hat vorne so eine Speerschleuder drauf, kann man auch mit einem Seeherrn drauf machen, aber ich finde es mit einer Speerschleuder noch besser, weil es im Prinzip eine mobile Speerschleuder ist und die ist ziemlich gut, da ist kein Rüstungswurf gegen erlaubt. Kann ja dann sozusagen wie andere Speerschleudern auch durchbohren. Sehr stark, auch nicht so teuer und eben extrem mobil, weil fliegt. Das heißt, 10 in der Bewegung und kann sich danach in jede Richtung drehen und kann, obwohl er sich bewegt hat, die Speerschleuder abfeuern. Also eigentlich ziemlich cooles Modell. Darf halt nicht in Nahkampf kommen, weil dann ist ziemlich schnell Schicht im Schacht. Aber sonst ist echt lustig und sozusagen vom Fluff, also von dem Stil her, also es gibt wenige Modelle, die stilvoller sind als dieser Himmelssegler. Das ist super, super geil. Super cool. Ja, das war es sozusagen von den Kern-, Selten- und Elite-Einheiten. Gehen wir noch in die Helden- und Kommandanten-Section. Gehen wir erstmal zu einem zweiten Magier, den ich hier reingestellt habe. In dem Fall ein Magier auf einem Streitwagen. Auch das, würde ich mal sagen, spalten sich die Gemüter, wie sinnvoll das ist. Aber ich baue ja meine Armee nicht nach Sinnhaftigkeit, sondern nach Coolheit zusammen. Insofern ist mir das auch ziemlich egal. Und ich finde es auch ganz gut, weil er ist sehr mobil, kann sich ja dann nach jeder Bewegung ausrichten, wie er will und hat trotzdem ein bisschen mehr Schutz, als wenn ich ihn einfach nur auf dem Pferd setze. Und das fun funktioniert dann ganz gut. Hier klassischer Tyrannok-Streitwagen, den es gab. Und wie ihr seht, ein weiterer Blutinselmagier, den ich jetzt einfach anders gemalt habe. Und dem habe ich auch seine schönen Flammen hier gelassen, die ich dann in dem Fall sogar violett auch gemacht habe. Violette Flammen, auf denen er hier steht. Es sind magische Flammen, deswegen geht der Streitwagen nicht in Feuer auf, würde ich jetzt mal argumentieren. Und dadurch ist er aber auch sehr schön erhaben über diesen Streitwagen. Man sieht ihn schön und ja, wirkt einfach sehr nett. Hier vorne sein Lenker. Und ja, spiele ich als Stufe 2 Magier. Auch hier wieder, Erze hat nicht gereicht. Wieso der Erze nicht gereicht hat, liegt auch daran, dass ich dann weitere Helden und Kommandanten aufgestellt habe. Und zwar einerseits hier einen Adligen auf einem Greif mit einer Armeestandarte. Auch hier, ihr könnt es erraten, kommt aus dem Blutinsel-Set. Es war wirklich ein schönes Starter-Set für Hochelfenspieler. Und die Greifen müssen ja irgendwie verwendet werden. Auch hier sozusagen den Greif habe ich extra auf so einen Stein gestellt, damit ich dem ein bisschen weiter niedriger fliegen kann. Der fliegt eigentlich ein bisschen höher. Und habe dann statt der Lanze, die eigentlich dieser Anführer hatte, hier so eine Armeestandarte einfach selbst gebastelt. Das ist die Standarte von den Schwertmeistern von Hoeth und dann hier mit so ein paar Verzierungen aus den Silberhelmen und ähnlichem Zeug. Auch das sehr gut gebastelt. Es gibt ja relativ wenig echte Armeestandarten-Modelle und man will ja nicht in jeder Armee die gleiche haben. Insofern kann man da auch sehr schön sozusagen einfach aus Bits was zusammenbauen. Ihr seht jetzt hier, habe ich auch Schilde verwendet, um einfach den Speer zu verlängern. Also da ist eigentlich zwei Teile und die kriege ich sehr gut zusammengeklebt, wenn ich noch weitere Bits drauf mache und es verziert das Ganze noch. Macht das imposanter. Also eine sehr schöne Armeestandarte.
habe dem dann noch ein bisschen anderen Kopf gegeben, als er eigentlich hat, hier mit den weißen Haaren, der schöne violette Umhang. Passt sehr gut und deswegen auch Herr der purpurnen Schwingen, weil ihr seht hier Riesenadler, Himmelssegler, Greif, sehr viele Schwingen und damit darf natürlich auch der Armeegeneral nicht unberitten sein. Und ja, ihr hättet es euch fast schon denken können, erneut einmal ein Greif aus der Blutinsel, diesmal klassisch aufgebaut, so wie ihr gehört, den Reiter hier mit der Lanze. Der Greif hier klassisch schön in der Waagerechten und ihr seht hier, sagen wir, dass ihr nebeneinander seht, schon ein bisschen eine andere Körperhaltung. Der ist einfach ein bisschen steiler. Ein bisschen zumindest. Ja, den Greif habe ich jetzt auch mal ganz anders gemalt. Also den würde ich immer sagen, habe ich fast klassisch gemalt, hier mit braunen Federn und so einem Löwenkörper. Den Greif habe ich mit sehr hellen Klauen gemacht und als Tigergreif. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber ich hatte irgendwie einfach Bock drauf, so sibirischer Tiger. Look, dann entsprechend auch weiße Schwingen mit so schwarzen Rändern, schwarzer Kopf, weiße Gefiederung. Ich weiß nicht, ich fand's cool. Es hat mir Spaß gemacht, das so zu bemalen. Ist mal was ganz anderes. Ansonsten hier der klassische Kopf von dem Edlen. Und den spiele ich dann auch als Fürst, den anderen als Adligen. Oder Edler? Edler heißt er bei den Hochelfen. Ja, und so ist dann mein 2250 Punkte Hochelfen fertig. Wie ihr seht, viele kleinere Regimenter, hatte ich ja vorhin erklärt, mit denen ich gut zuschlagen kann. Der Fürst auf dem Greif haut natürlich schön rein als Armeegeneral, kann stark angreifen und ja, hat viel Spaß gemacht, diese Armee zusammenzustellen, zu bemalen. Macht auch viel Spaß, sie zu spielen und kommentiert doch auch gerne mal, was ihr so mit euren ganzen Blutinselfiguren macht, wenn ihr auch so viele habt wie ich. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinschaltet, wenn ihr auch in meine anderen Videos reinschaut. Armeevorstellungen, Paintvlogs, gibt es ja alles Mögliche. Jetzt lasse ich euch nochmal im Gesamteindruck mit der Gesamtschau der Armee zurück und wünsche euch einfach viel Spaß mit eurem Hobby. Ciao, euer JD.